Bevor das Video losgeht, denk doch bitte daran, auf den Like-Button zu drücken und einen Kommentar dazulassen. Und wenn du neu dabei bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine neuen Videos. Viel Spaß! Ich war mir nicht sicher, was bizarrer und erschreckender war. Mein Nachbar, der die 13. Stunde in Folge seinen Rasen mähte, unterstützt von 4 uniformierten Polizisten, die verschiedene andere Gartenarbeiten durchführten, oder die Frau mit der Gasmaske und dem Plastikponcho, der aus dem braunen Toyota Camry stieg, der sich um Mr. Limerskys Apfelbaum gewickelt hatte. »Verdammt, Kelly!« schrie sie durch die Maske, deutlich wackelig auf den Beinen nach dem Aufprall. »Das war's für dich mit dem Fahren! Filme!« Ich kaute mich in meiner Einfahrt hinter mein eigenes Auto. Ich hatte es gerade fertig beladen, um meine Familie weit weg von diesen schrecklichen Dingen zu bringen, die nebenan passierten. Ich sah zu, wie die Frau, die von Kellys Fahrkünsten nicht beeindruckt war, einen großen Blaster unter ihrem Poncho hervorzog. Ja, so kann ich es am besten beschreiben. Es war keine Waffe, es war ein verdammter Blaster. Die Frau richtete ihren Blaster auf Mr. Limerski und drückte ab. Das war es für ihn. Er explodierte in einem schrecklichen Durcheinander aus neonblauem Blut. Ein sich immer noch windender Tentakel flog durch die Luft und schlug gegen die Windschutzscheibe des Camry. Ich sah, wie die Scheibenwischer daraufhin anging. Ich drehte mich um und sah meine Frau in entsetzten Staunen aus dem Fenster unseres Hauses schauen. Sie hatte ihre Hand über die Augen unserer Tochter gelegt. Emily tastete an Vanessas Fingern herum, um einen Blick auf die Szenerie zu erhaschen. Und ich? Ich hatte genug Aufregung für einen Tag. Ich hatte keine Ahnung, wer die Blasterfrau war, aber ich wusste, dass sie einen Blaster hatte und ich bemühte mich, einen Weg zu finden, um meine Familie da rauszuholen, ohne dass uns irgendjemand bemerkte. Die Frau richtete ihren Blaster nacheinander auf jeden der 4 Korps und zerkleinerte sich schnell in 4 klebrige Kleckse aus neonblauem Schleim. Wenn ich einfach wieder reingehe, ohne dass sie mich bemerkt, könnten wir hinten raus und mit einem Uber aus der Stadt verschwinden. Es ist egal wohin, nur irgendwo weit, weit weg. »Sie!« rief die Frau. Ihr Poncho war völlig mit den Innereien der Dinger durchtränkt, die sie gerade in die Luft gesprengt hatte. »Sie hinter dem Auto! Stehen Sie langsam auf!« »Scheiße!« Ich stand mit erhobenen Händen auf. »Bitte nicht schießen!« sagte ich. »Ich bin keiner von denen, das schwöre ich!« »Das werden wir sehen. In der Zwischenzeit, Ihr Nachbar, Mr. Limerski, er lebt da allein, ja?« »Das stimmt«, sagte ich. »Seine Frau ist letztes Jahr gestorben. Armer Kerl.« Ich blickte hinüber zu der Pfütze aus seltsamem Blut, das einmal Mr. Limerski gewesen war. Armer Kerl. Ja, in der Tat. »Ich sage Ihnen, was jetzt passieren wird. Ich gehe in Mr. Limerskis Haus und mache mich sauber. Sie werden in Ihr Haus gehen und dort auf uns warten. Wenn Sie etwas Dummes versuchen, verspreche ich Ihnen, dass Sie wie Ihr Nachbar enden werden. Kein schöner Anblick, finden Sie nicht?« Ich warf einen weiteren Blick auf die Pfütze, kämpfte gegen den Drang zu kotzen an und nickte ernsthaft zustimmend mit dem Kopf. »Dasselbe gilt für Ihre Familie. Ich kann Sie durch das Fenster sehen. Verstanden? Gehen Sie jetzt rein. Los!« Mehr Motivation brauchte ich nicht. Ich rannte zurück in mein Haus, zurück zu Vanessa und Emily. »Wer ist das?« fragte Vanessa. »Was ist los?« »Glaubst du etwa, ich wüsste das?« antwortete ich harsch. Dann seufzte ich. »Ich weiß es nicht, aber ich denke, vielleicht ist sie einer von den Guten. Ich meine, sie hat diese Dinger da draußen weggesprengt.« »Was ist, wenn Mr. Limerski der Gute war?« fragte Emily. »Was ist, wenn es gar keine Guten gibt?« fragte Vanessa. »Ich weiß nicht, aber ich denke, wir müssen diese Chance nutzen. Wenn sie zu den Bösen gehören, dann sind wir dann ist das auch egal, was wir tun. Also denke ich, wir müssen einfach positiv denken und hoffen, dass sie einer von den Guten ist.« »Positiv denken?« sagte Vanessa. »Positiv denken? Wie wäre es, wenn wir ans Überleben denken?« Ich knirschte mit den Zähnen. »Das ist das, was ich sage, Liebes. Ich denke, unsere beste Überlebenschance besteht darin, an
Ort und Stelle zu bleiben und die Dinge mit der Dame in der Gasmaske nett zu besprechen. Was ist Überleben? Fragte Emily. Das ist das, was wir alle versuchen, Kleine, erklärte ich. Jeden Tag und keiner von uns wird es am Ende schaffen. Was? Es bedeutet zu versuchen, nicht zu sterben, sagte ich. Wir werden sterben? Eines Tages, in vielen, vielen Jahren. Ich war mir natürlich nicht sicher, aber was sollte ich sonst sagen? Hey, willst du Tumbleleaf sehen? Oder Fake the Fox? Ich brachte eine Episode zum Laufen und ging dann in die Küche, wo Vanessa im Kreis herumlief. Bist du dir sicher bei all dem? Fragte sie. Hier darauf zu warten, dass sie zu uns kommen? Nein, antwortete ich. Okay, ich vertraue dir und ich liebe dich. Ich liebe dich auch, sagte ich. Wir warteten. 20 Minuten später sah ich, wie sie sich meinem Haus näherten. Es waren zwei Frauen und ein Mann, die jeweils eine Gasmaske trugen. Die Frau vorn trug immer noch ihren Blaster, aber sie hatte die gesamte blaue Substanz von sich entfernt und trug einige von Mr. Limerskys Sachen. Ich traf sie an der Tür. Hatte jemand von euch Kontakt mit einem von denen? Fragte die Frau vorn. Nein, sagte ich. Es war eine Lüge. Ich war hinter Mr. Limerski getreten und hatte ihm auf die Schulter geklopft. Auch Vanessa war zu ihm gegangen. Um was geht es hierbei? Kelly, sagte die Blasterdame zu der Frau hinter ihr. Test ihn. Diese Kelly zog eine große Spritze aus ihrem Rucksack und machte einen Schritt auf mich zu. Jetzt wartet mal eine verdammte Minute, sagte ich. Sie werden mich nicht mit dieser Nadel stechen, ehe Sie mir sagen, warum ich das zulassen sollte. Was ist hier los? Sie können sich dem Test unterziehen, sagte die Blaster Lady. Oder wir gehen davon aus, dass Sie den Virus haben und beenden es gleich jetzt. Nun dann unterwerfe ich mich doch dem verdammten Test, sagte ich, krempelte meine Ärmel hoch und streckte meinen Arm aus. Nicht da, sagte Kelly, eine Sekunde bevor sie mir die Spritze seitlich in den Kopf rammte. Kelly zog die Nadel heraus. Dann ging sie wieder an ihren Rucksack und holte ein mit einer grünen Flüssigkeit gefülltes Reagenzglas heraus. Sie schraubte den Deckel ab und spritzte etwas von meinem Gehirnsaft hinein. Dann setzte sie den Deckel wieder auf, schüttelte ihn und hielt ihn gegen das Licht. Er ist sauber, bestätigte Kelly. Nun zu seiner Familie, sagte die Blaster Lady. Ich sah mit hilflosem Entsetzen zu, wie Kelly eine riesige Nadel zuerst in den Kopf meiner Frau und dann in den Kopf meiner Tochter rammte. Emily konnte nicht aufhören zu weinen und mir wurde übel davon. Sie sind alle sauber, sagte Kelly. Also, wir sind sauber, sagte ich. Können Sie uns jetzt sagen, was zum Teufel hier los ist? Fangen wir zum Beispiel an, wer zur Hölle Sie alle eigentlich sind. Ich bin Kelly Raymond, sagte die mit der Nadel. Mein Freund wurde in einen Zombie verwandelt, wie Mr. Limerski, nur ein bisschen anders. Ich musste ihm ständig die Finger abschneiden. Ein Zombie, sagte ich. Na sicher. Du kannst mich Ali nennen, sagte die Blasterdame und nahm ihre Gasmaske ab. Die anderen taten es auch. Und ja, Zombies. Sie sind real und das Virus wird von Tag zu Tag stärker und unberechenbarer. Okay. Zombies, sagte ich. Ich sah den Mann in der Gruppe an. Und Sie sind? Martin Hanwood, sagte der Mann. Ich war ein ehemaliger Kollege Ihres Nachbarn, bevor er in den Ruhestand ging. Ah, sagte ich. Mr. Limerski war ein Gerichtsmediziner, oder? Bestatter, sagte Martin. Und er war ein wahrer Künstler. Deshalb musste ich ihn für meinen letzten Job aus dem Ruhestand holen. Martin war offensichtlich verärgert und kämpfte mit den Tränen, aber er erzählte weiter. Eine Leiche kam zur Bestattung herein. Die tote Frau hatte offenbar ihren Freund auf besonders brutale Weise ermordet. Es gab Gerüchte, dass die Halskette, die sie auch nach ihrer angeblichen Autopsie noch trug, wohl verflucht war. Es war in der Tat ein seltsamer Fall, denn anfänglich sah ich keine Anzeichen, dass überhaupt je eine Autopsie an ihr durchgeführt wurde. Ich nahm also an, dass der Gerichtsmediziner von den Gerüchten so abgeschreckt wurde, dass er sich entschied, ihren Tod als Selbstmord einzustufen und ihren Körper tatsächlich untersucht zu haben. Als ich sie dann jedenfalls untersuchte, sah ich, dass die Kette keinen Verschluss hatte. Es gab keine Möglichkeit, sie ihr abzunehmen, ohne sie abzuschneiden. Ich hatte die schlimmsten Kopfschmerzen meines Lebens, aber ich versuchte konzentriert zu folgen. Okay, lassen Sie mich raten.
Die Halskette machte sie zu einem Zombie. Ja, wir glauben, dass das der Fall ist, ja, sagte Ellie. Sag ihm, was als nächstes passiert ist, Martin. Martin räusperte sich. Nun, ich hielt die ganze Sache für Unsinn. Eine verfluchte Halskette. Ich bin ein Mann der Wissenschaft, nicht des Aberglaubens. Oder ich war es zumindest. Ich startete mit dem Einbalsamierungsprozess und dabei begann ich, das alles zu überdenken. Denn was aus dem Körper kam, war keine Art von Blut, wie ich es in meiner 25-jährigen Laufbahn je gesehen hatte. Es war neonblau. Beendete ich den Satz für ihn. Genau das, sagte Martin. Und da rief ich Chuck Limerski an. Er hatte so etwas auch noch nie zuvor erlebt und glaubte mir zuerst nicht. Er wollte es selbst sehen. Also kam er rüber und ich zeigte ihm die Leiche. Wie ich war er sowohl fasziniert als auch verblüfft von der Leiche. Er wollte etwas Zeit mit ihr verbringen, also ging ich, um uns ein paar Sandwiches zu holen. Als ich jedoch zurückkam, stand Chuck im Leichenschauhaus, triefte vor blauem Schleim und die Leiche war weg. Was ist passiert? Fragte ich. Sie ist explodiert, sagte mir Chuck. Ihr Körper ist einfach explodiert. Er müsse nach Hause gehen und sich sauber machen, und er wäre gleich wieder da. So etwas habe er noch nie gesehen. Dann ist er gegangen. Das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe bis... Martin verstummte und brach in leises Schluchzen aus. Kurz danach haben wir Martin dazugeholt, sagte Ellie. Wir hatten von dem Fall des Halskettenmädchens gehört und dachten, es rieche sehr stark nach Zombie. Martin hat uns erzählt, was passiert ist und uns zu Mr. Limerskis Haus gebracht. Und nun sind wir hier in ihrem Wohnzimmer. Und was ist mit der Halskette? Fragte ich und kämpfte gegen die tausend Gedanken an, die um die Kontrolle über meinen Verstand kämpften. Wo ist sie hergekommen und wie verwandelte sie die Frau in einen Zombie? Das ist eines der Dinge, die wir herausfinden müssen, sagte Ellie. Wir haben die Kette bei uns und werden sie einer Reihe von Tests unterziehen. Typischerweise wird das Virus auf die übliche Weise verbreitet, wenn jemand auf sie hustet oder auf sie explodiert. Die Halskette ist jedoch eine Neuentwicklung. Wir sehen in letzter Zeit viele von diesen. Wir beschäftigen uns mit dem grundlegenden Zombie-Virus und haben es soweit gut eingedämmt, aber jetzt? Jetzt haben sich die Dinge geändert. Unser ultimatives Ziel ist es, einen Impfstoff für die neuen Superstämme zu entwickeln, aber zuerst müssen wir vollständig verstehen, womit wir es zu tun haben. Ich sah hinüber zur Couch auf der anderen Seite des Zimmers, wo Emily auf Vanessas Schoß saß und immer noch Fake the Fox schaute. Vanessa lauschte aufmerksam unserem gedämpften Gespräch und ich konnte das Entsetzen in ihrem Gesicht sehen. Ich bin mir sicher, dass es auch in meine Gesichtszüge eingebrannt war. Sie sind hier nicht mehr sicher, sagte Ellie. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, früher zusammengearbeitet habe, machen sich Sorgen um diese Zombies, aber sind genauso besorgt darüber, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Sie sind rücksichtslos und werden innerhalb eines Tages hier sein. Außerdem brauchen wir ein neues Auto, da Kelly unser Auto zu Schrott gefahren hat. Sie wird nie wieder fahren. Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass sie da draußen einen schönen, geräumigen SUV hat. Da würden wir zusammen alle reinpassen und das werden wir auch. Wir ruhen uns ein paar Stunden aus und dann zünden wir Mr. Limerskis Haus an. Anschließend machen wir uns auf den Weg. Es liegt an Ihnen, ob Sie mit uns kommen oder zurückbleiben, damit Sie gefunden werden. Okay, in Ordnung, sagte ich. Lasst mich das mit meiner Frau besprechen. Wir sind nun unterwegs. Ellie fährt. Ich werde natürlich nicht sagen, wohin wir unterwegs sind. Ich wollte euch nur alle wissen lassen, dass die Zombie-Apokalypse bevorsteht, wenn wir nicht rechtzeitig ankommen.